Ja, wir haben heute eine Anfrage aus aktuellem Anlass gestellt. Da geht es um das Steinberg-Gelände. Da soll ein Balletthaus errichtet werden, hatte der OB mal erzählt. Und dann hieß es auf einmal, es gibt auch Alternativstandorte. Das hat uns überrascht, weil wir hatten im Wirtschaftsausschuss schon gefragt, ob da Gespräche geführt worden sind. Da ist uns gesagt worden, nein, es wurden keine Gespräche geführt. Und aus der Presse erfahren wir, oh, da ist aber doch was gewesen. Wir wollten nachhaken. Der Oberbürgermeister hat die Anfrage nicht zugelassen, mit dem Hinweis darauf, dass er selber entscheiden könne, ob er eine Anfrage beantworten wolle oder nicht. Und schließlich wäre ja schon im nicht öffentlichen Teil zu einem ähnlichen Thema eine Frage der SPD gestellt worden. Wir finden das eine sehr seltsame Auslegung der Gemeindeordnung, weil Gerichte haben auch festgestellt, der ist eigentlich verpflichtet zu antworten und im nicht öffentlichen Teil ist es halt was anderes als im öffentlichen Teil. Wir bleiben dran.